Gesicht, was er jeder halt auf Lager hat, ist eh klar, wenn einer schier geht, kann er nicht schön schauen. Aber sein Langsammeter, und da würde ich euch bitten, ihr kennt die Weinviertler Buben bereits 44 oder 45 Jahre, macht einfach ein schönes Gesicht alle, ihr seid eh alle feste Weiber und genießt die Musik von den Weinviertler Buben und da wird alles andere auch Gast werden. In diesem Sinne, wie gesagt, freut es mich, dass nicht nur ihr alle da seid, sondern auch der Chef von den Weinviertler Buben gibt sich heute auch die Ehre. Er sitzt mit seiner Familie da und vielleicht gibt es unserem Chef, dem Herbert Schwendt, vielleicht einen kleinen bescheidenen Applaus. Wir freuen uns, dass er da ist. Ja, und bei uns, wir versuchen euch musikalisch, soweit als möglich, wenn ihr einen besonderen Wunsch habt oder Hochzeitstag, Scheidungstermin oder Geburtstag, Namenstag, kommt her, ich werde das ansagen, damit können wir das alles hinkriegen. In diesem Sinne freut es uns wirklich, dass wir so herrliches Wetter haben und dass wir wieder das Jahr der Weinviertler Buben endet nicht mit 30. Dezember und fängt mit 1. Jänner an, nein. Das beginnt und endet mit 1. Mai. 1. Mai ist unser musikalisches Jahr und es freut uns immer wieder. Und hoffentlich können wir noch lange bei euch sein. Und in diesem Sinne noch einmal ein herzliches Grüß Gott und Grüß Gott, ihr Freunde auch, ist unser nächstes Stück mit den goldenen Trompeten. Dankeschön. Thank you.
Thank you.